schon wieder dunkel. Ja, dann, ja. Seid gegrüßt in dieser wunderschönen Pixelwelt bei Minecraft. Und ja, euch allen einen schönen dritten Advent mittlerweile. Es ist, es geht schneller, als ich gedacht habe. Ich habe ja angefangen mit der Produktion im September. Dann habe ich eine längere Pause eingelegt. Ich schlafe mal schnell. Und ich muss mal meinen Kopfhörer anders setzen. Ich höre mich selber schlecht. Gerade. So. Ja. Und ja, nun ist es schon wieder der dritte Advent. Es ist tatsächlich der dritte Advent jetzt heute. Jetzt, im Moment, wo ich aufnehme. Es ist nämlich 2.47 Uhr. Sonntag in der Früh. Ja. Das mache ich jetzt mal gerade mal eben für euch. Ganz schnell. Für euch zwei, die es jetzt gucken. Ja. Wahrscheinlich für euch zwei bin ich selber nachher. Keine Ahnung. So, und ich muss hier bauen. Also ich habe immer noch kein Weihnachtstagsstück, wie ihr seht. Ne? Ich meine, das sieht ja trotzdem ganz niedlich aus, aber natürlich wäre es schön, wenn die Kisten geschenkt sind und so. Vielleicht mache ich das. Mir ist sicher, ich wollte ein ganz anderes Video am 24. machen. Aber schauen wir mal, was das noch wird. Ich werde da mal was versuchen einfallen zu lassen. Ich habe jetzt noch nicht so die direkt richtige Idee, was ich jetzt hier bauen möchte. Ich laufe hier im Kreis und habe überhaupt keinen Plan, was ich vorhabe. Ich wollte es auf jeden Fall, das wäre eine riesen Halle, soll es ja werden, ne? Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oder machen, bauen wir hier einfach nur so einen Weihnachtsmarkt hier hin? Das wäre ja auch gar nicht so schlecht, ne? Man muss ja nicht um die Gebäude, man kann es da vielleicht nachher später überdachen. Aber damit wir dieses Jahr irgendwas abliefern können, beim Baumstören, machen wir mal Seite. Wir sind so ein bisschen im Weg. Das, was ich davor habe. Ja. So, ich habe das Gefühl, Weihnachtsmusik ist ein bisschen laut. Ich hoffe, es ist nicht der Fall, so dass das nur vom Kopfhörer so ist. Und bei der UBS, die Pegelanzeige sah es ganz moderat aus. So, naja. So, ja, ich meine, zwischendurch kann man sein, dass über ein oder andere Folge die Qualität der Sprachausgabe nicht so gut ist. Ich bin noch ein bisschen am Probieren. Ich habe einen neuen Soundpult und arbeite auch jetzt mit zwei Soundkarten, aber eine, die eben halt nur für den Spielesound zuständig ist und Musik, und der andere eben halt für Effekte und hier Voice-Eingabe hier, ne? Das ist auch noch nicht optimal eingestellt alles und funktioniert auch nicht alles, was ich so gern machen möchte. Es kann sein, dass ich noch mal investieren muss in einen besseren Pult. Das ist jetzt ein bisschen ausprobiert, so ein paar günstige China-Dinger erstmal ausprobiert mal. Der erste war ja ein reiner totaler Flop, der hat zwar nette Funktionen gehabt, aber da war qualitätsmäßig so schlecht, da ging gar nicht so. Vielleicht habe ich ja was unter dem Weihnachtsbaum. Ah, unwahrscheinlich. Weil ich meine, ja, wie jedes Jahr wieder die Weihnachtsvertretung, Weihnachtsmannvertretung. Weil der Weihnachtsmann lässt sich jetzt ja schon seit Jahren verleugnen. Ne? Aber der kommt ja einfach nicht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ob er da irgendwie eine Schlittenpanne hat, dass er da irgendwo in Nordpol festhängt. Oder so, keine Ahnung. Ne? Oder vielleicht krank ist, schon mehrjährig. Ja, zuletzt habe ich ihn ja gesehen, nie gehört, nur meiner Kindheit. Ja, da habe ich gehört, wie er sich Zugang zu unserer Wohnung verschafft hat. Und ja, und nette Geschenke unter den Baum gelegt hat. Das ist aber schon sehr lange her. Es ist so schade, wenn man älter wird, dass dieser Zauber, dieses Gefühl verschwindet. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, das kann man schwer beschreiben. Das hat man nur als Kind. Ich kann es nicht aussprechen, ich bin zu blöd dafür gerade, das ist vielleicht auch zu früh. Aber dieses kindliche Denken, die Wahrnehmung halt der Realität ist ganz anders, ne? Und das ist eben halt, glaubt man auch eher sowas, ne? Das muss das ein bisschen, das hier wollte ich noch ein bisschen weg haben. Obwohl hier, ich mache mir mal eine Schaufel. Ja, das. So, jetzt, ne? Jetzt so, ich hatte ja vorher
kurz Geburtstag, aber mittlerweile ist es schon bald einen Monat her. Ich habe gerade kein Geburtstagsvideo gemacht. Wollte ich sagen, jetzt habe ich eigentlich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich das vergessen, was ich sagen wollte, verdammt, du Mist. Aber ich fühle manchmal wieder, so klein zu sein. Wieder klein zu sein, dass diese ganzen Geschichten und Träume, die man hat, dass man sie irgendwie noch wieder erleben kann. Ne? Also viele der Träume sind natürlich dann mittlerweile aus dem Gehirn gelöscht oder zumindest in den Ordner unrealistisch gelegt. Ja? Es ist eben halt so, wenn man erwachsen wird. Ne? Denkt man rationell und und dieses eben, dieser Glaube zum Beispiel an den Weihnachtsmann, was man da noch alles erreichen kann, machen möchte und so, das ist dann auf einmal weg. Ne? Das ist dann nur als Kind, ich glaube, dass man das machen muss, habe ich so viel Last gemacht eigentlich. Und ich schreite mich eigentlich so an mit Maria hier, ich heiße nicht Maria. So. Das hätte ich gerne wieder. Diese Navidität, ich kann das nicht aussprechen, wieso kann ich das Navidität, wieso kann ich das nicht aussprechen? Navidität, oh Mann, das benutzt das Wort sonst tausendmal, weißt du? Und jetzt hier im Video kriegt das nicht mehr ausgesprochen, also ihr wisst aber, was ich meine, ja? Meine Güte, ist das bescheuert. So, was mache ich denn jetzt? Ich habe immer noch keinen Plan, was ich da jetzt genau bauen möchte. Es ist auch sinnfrei zu sagen, schreibt mir in die Kommentare, was ich denn brauche. Erstmal habe ich gar nicht die Zeit dafür, das jetzt noch zu bearbeiten. Und zweitens, die zwei Zuschauer, die werde ich wahrscheinlich meine eigenen Klicks. So, aber falls es mal nicht so sein sollte, ihr könnt trotzdem eure Kommentare hinterlassen und eure Ideen posten. Das wird dann eben vielleicht dann nächstes Jahr übernommen. Ich meine, der Server, den schleppe ich ja schon seit Jahren in mir rum. Und plane ihn jetzt eigentlich gar nicht sofort abzuschalten irgendwie in der nächsten Zeit, fand ich. Na, das baue ich ja doch ein Dach drauf. Aber vielleicht mache ich das so eine Art offene Halle, wisst ihr? Aua. Ja. Das ist so schade. Ich möchte wieder träumen können. Ja. Das ist, ich glaube, das ist hier schon diese Vorbote zu, wie nennt sich das? In einem bestimmten Alter kommt das ja. Ich komme auf den Namen nicht. Oh, schön. Ist das nicht schön? Ich liebe Weihnachtslieder. Oh. Aber deprimiert mich auch ein bisschen. Ich bin ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ach ja. Und die Kinder von heute haben irgendwie, weiß ich nicht, haben nicht das Gefühl, dass sie das gleiche, die gleiche Emotion zu Weihnachten haben, wie wir es vielleicht haben. Also meine Altersgeneration hatten. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, die es jetzt auch gerade gucken, zufällig mal. Mache ich eine Holztreppe hoch? Ich wollte mir eigentlich eine Schaufel machen, ne? Da ist ein Köpfentable. Aber ich habe gar kein Eisen in der Tasche. Ich muss Eisen haben. Wenn der Grundlauf kommt, das müsst ihr mal entschuldigen, ich muss das mal noch mitkriegen, was Grundlauf gemacht hat. Ja. Wäre es nicht schön, wenn man so erstmal so ganz entspannt alt wird, und so ein angenehmes Alter, so ein bisschen weise und so. Hopp. Und dann ist es dann wieder gut, dass man wieder jünger wird. Ne? Das sind so ein paar Sachen, die an. Wenn man verloren geht, das macht ja auch nichts, dann hat er dieses Gefühl ist wieder da. Das wäre schön, ne? Also weise werden und dann wieder jünger und naiv. Das wäre doch was. Einfach wieder. Schau, ich brauche eine Eisen, ne? Ich habe gar kein Eisen hier, ne? Oh Mann. Wir haben kein Eisen mehr da, ich kann noch Stein noch was bauen. Ich muss aber dazu Stein abbauen. Haben wir doch Stein hier. Na. Ja.
ja, ich hab so viel Angst. Ich hab so viel Angst vor Alten. Und ich bin schon ziemlich alt. Das lässt sich nicht aufhalten lassen. Ich merk das so richtig. Komm, ist ja gegenüber zu mir noch ein junger Küken. Du bist ja irgendwie, glaube ich, 78 ist er geboren. Ha, ist niedlich. Der ist 8 Jahre jünger wie ich. Aber hat mehr geschafft wie ich. Das hast du eigentlich falsch gesagt. Er hat anders geschafft wie ich, würde ich sagen. Aber ich will mir nicht das, was ich geschafft habe, schlecht reden. Und dann habe ich ja, ich wollte, als Kind wollte ich schon immer irgendwas mit der Elektrik machen. Ja, und dann kam also die Computer so langsam in mein Leben. Das war dann eben halt C64, das war 83, 84, so ungefähr. Da habe ich mir den ersten C64 von einem Kumpel abgekauft, der konnte damit nichts anfangen. Das war nicht seine Welt. Ja. Habe ich für 50 Mark abgekauft. 50 Mark, da habe ich mir in der Werkstatt von meinem Vater arbeiten. Ja. Da haben wir den C64 gekauft. Ja. Dann sind wir gleich nur den C64. Ich habe die ersten Tage oder Wochen nur Basic-Befehle eingetippt und habe mich gefreut über die Effekte, die aber rauskamen. Ne? Kommt schon nicht so. So, ja. Und, ja, das ist, ehrlich so. Ich darf nicht so lange machen. Das dauert das Hochladen zu lange. Das geht das nicht hoch, hochgeladen. Also, ich muss schon entschuldigen, ja. Ja. Und ich finde, ja, warum das zu Weihnachten? Ich finde solche Gedanken, ja, was passt zu Weihnachten. Also, Weihnachten ist immer irgendwas, ist ja was Emotionales, ist ja das, was einen bewegt. Und mich bewegt eben halt die Zeit, die einfach zu schnell vergeht und dass man verloren hatte. Ja, man gewinnt sicherlich auch einiges, aber ich finde das Wertvollste, das hat man in der Kindheit gehabt, das ist die Fantasie. Die Fantasie, diese Gefühle, ganz, meine Emotionen nimmt man ganz anders wahr. Ja? Ja, Trauer ist anders, Freude ist viel intensiver, ist alles viel intensiver. Oh, ja, schön. So. Ja. Das wollte ich einfach mal sagen. Und was wollt ihr eigentlich bauen jetzt? Eine Schaufel, ne? Ja, Schaufel wollte ich haben. Machen wir 2 Schaufeln. So, hopp. Ja. Die Axt ist auch gleich kaputt, oder? Wenn wir so eine Axt machen. Aus Stein. Wir sind einmal. Nur 2. Oh, schon wieder dunkel. Schön. Ja. Okay. Na gut, dann möchte ich euch entlassen. Genießt euren dritten Advent. Und ja, Leute, wenn ihr noch genauso Weihnachten und überhaupt das Leben spürt, wie ihr es als Kind getan habt, bewahrt euch das bloß. Das ist echt schade, dass wenn das einfach weg ist. Ja. Ja, voll. Ja, das ist auch gar nicht so zu sagen, ne? Es wird alles gut. Alles wird schön und ja. Spielen macht mir immer noch Spaß. Ich mag immer noch gerne spielen. Nur habe ich das Gefühl, dass mir immer weniger Zeit dafür bleibt. Und ein paar Steine klopfen. Ich klopfe noch ein paar Steine drauf, was hört ihr davon? So, zu dem Weihnachtslied hier nochmal, ne? Und dann. Ich weiß, ich spreche wieder zu schnell. Entschuldigung. Ja. So. Ich wünsche auch zu Weihnachten wann anders damals. Ne? Man hat sich ein Fahrrad gewünscht oder Playmobil, Lego. Ich war eher Playmobil kennt Lego. Lego habe ich jetzt so ein bisschen später für mich entdeckt. Und ja,
Und da haben keine gekauft, ich bin nicht irgendwas verloren. Ich hatte beim Kollegen eines meines Vaters, der ja auch Kinder gehabt, und da habe ich dann entdeckt, dass es was viel geileres gibt für irgendwie Playmobil, nämlich Lego. Aber naja, habe ich nicht mehr bekommen, ne? Hoppla, da ist was abgeflogen. Egal, hauen wir trotzdem weg alles hier. Ich habe nur eine Etage, die wir gehen, haben wir hier noch später Räume. Kann man machen, ne? Mal eine Etage tiefer. Das machen wir einfach mal, weil wir das können. So, ich wollte eigentlich aufhören, aber ich mache noch ein bisschen. Es hat gerade Spaß hier mit euch hier über die Vergangenheit zu reden. Über eben halt über die Kindheit. Oh Gott, habe ich einen Blödsinn gemacht als Kind. Oh Gott, das darf ich gar nicht erzählen. Da hatten, da weiß ich, da war einfach eine, was haben die da, Wohnlager oder ein Büro oder so, keine Ahnung, da war ein Container mit sehr unendlich viel Papier und Ringordner und aber auch Sticker, rollenweise Sticker. Und da hat meine Schwester auch mitgemacht und meine Freundin hat auch mitgemacht, keine Ahnung, bin ich nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich alleine so böse war. Ja, zusammen macht das am meisten Spaß, Blödsinn zu machen. Und haben uns diese Sticker geschnappt und haben das Auto unsere Mutter dekoriert. Ja. Aber das ist so, ich weiß nicht, das habe ich schon meinen Vater irgendwie abgekriegt, der war ja Autolackierer. Der wusste ja, wie die Dinge abgehen, ne? Aber für so einen normalen Sterblichen wäre das die Hölle, die Dinge abzukriegen, weil ihr wisst, wie Papierkleber sind. Und jetzt mal draufkleben, kriegt man sie so einfach nicht ab, jedenfalls nicht sauber. Ne, das sind immer diese Rückstände, Kleberrückstände. Ja. Ich bin mal klar, das war abgenommen mit Terpentin oder so. Auf jeden Fall der Herde gestellt. Die Schicht begriff nicht. Ich weiß gar nicht, ob er Ärger gekriegt hat. Kann mich daran nicht mehr erinnern. Mhm. Ich bin nur so ganz stolz, dass wir da gezeigt haben, was wir da angerichtet haben. Aber ich glaube, wir haben was Tolles gemacht. Wir haben das Auto halt dekoriert mit schönen bunten Tieren. Ja. Tja. Gott. Ne? Und ja, ups, ja, wir sollten hier was hinsetzen. Slapping. Ja. Und das Kind habe ich ja. Ich habe einen Weihnachtsmann geglaubt. Das habe ich. Und das weiß nicht, ob ich das lange getan habe. Ein Weihnachten war eben halt so, dass ich eben halt den Weihnachtsmann gehört habe. Ne? Das kam nie wirklich ein Weihnachtsmann zu uns nach Hause, der uns auf den Schoß genommen hat und uns befragt hat, mit uns geredet hat oder so. Nein, der Weihnachtsmann war irgendwie bei uns irgendwie was Unnahbares. Das war eine, der kommt und wir Kinder mussten uns, ja, wahrscheinlich wieder kennen. Ja, hoffentlich bald. Ja, also der durfte, ne, wir durften nicht. Ich hoffe, die waren das mal nicht sehen, ne? Wir haben es dann zwar gehofft, das zu tun zu dürfen, also mal zu sehen, aber nein, ne, der war das, wir mussten in das Zimmer, wenn der Weihnachtsmann kam, ob es ist immer noch dunkel, und ja, der hat dann die Geschenke gebracht, und dann irgendwann durften wir dann aus unser Zimmer kommen und ein Gedicht aufsagen. Oder Panzer, sie haben sie Feuer und Flamme. Ja, das war's. Das war so unser Weihnachten. Meine Mutter hat immer unglaubliche Leckereien gekocht. Es war auch so lecker nach Essen, nach gebackenen Kuchen. Ah, das war unglaublich. Tja. Okay. Ja, in diesem Sinne, ja, jetzt komme ich endlich zum Abschluss. Wollte ich schon lange machen. Bisschen überzogen. Und lange schon hat das nicht. Können wir reden, ne? Ich weiß nicht, ob der Code für Regen jetzt nicht. Alles klar, es muss halt ohne gehen. Ohne Schnee. Hier ist ein bisschen Schneefall, wäre gut gewesen. Ja. Ja. Oh, da liegt die Gammelflasche rum. Kann für die Hundis gebrauchen. Nehmen wir mit. So, und dann verabschiede ich mich jetzt, aber das ist auch wirklich. Und ja, versucht in die Kommentare vielleicht ein paar Ideen reinzuschreiben, wenn ihr habt. Und habt euch wohl. Genießt den dritten Advent
Und nächste Woche ist ja dann auch schon der 4. Advent. Und dann auch die letzte Weihnachtsfolge. Und dann machen wir uns Richtung Neujahr auf zum Startdorf oder so Unterwasser-Startdorf, was auch immer. Das sind alles eher Dörfer, ne? Wir haben verschiedene, haben wir hier gar nicht. Wir haben nichts, was groß genug ist, als Stadt bezeichnet zu werden. So. Vielleicht, wenn alles hier zusammengewachsen ist, die ganzen Orte alle erreichbar und überall was gebaut ist, dann ist auch mal vielleicht eine Stadt zusammen. Ne? Ich glaube, 1000 Einwohner zählt eine Stadt, glaube ich, so ist das. Okay. Habt ihr voll. Ne? Sei vorsichtig beim Kerzen anzünden, vergesst die Dinge nicht auszumachen. Benutzt am besten LED-Fackeln. Das ist das Beste. So. Alles klar. Habt ihr voll. Bis dann. Euer Juckel.